Das Problem ist, wenn die ein ganzes Magazin aus... Ja, klar. Danke. Ohne Rohrbombe. Dafür mein... Ich habe eine Mine, ne? Sollte ich die Mine einsetzen oder sollte ich da lieber auf warten, bis der Bosskampf kommt? Ich meine, Pistolenmunition kann ich mir immer noch machen. Dauert halt nur länger, ne? Lass das. Okay. Da war ich gerade drinne. Hier irgendwo höre ich doch noch eine. Ach, da. Ja. Guten Tag, Dame. Oh, die ist tot. Okay. Was? Ingrids Halskette? Wo liegt die denn? Ach so, das ist das, was sie verloren hat. Moment, die habe ich vorhin gesehen, die Halskette. Das war die Halskette von der Dame, die uns reingelassen hatte. Wie ist sie denn so schnell hierher gekommen? Das heißt, ich finde wahrscheinlich auch Lena wieder. Nein! Schluss damit. Warte, eine Kiste. So. Okay. Ach nein. Kann ich mir die angucken? Das ist die Halskette, die sie vorhin umhatte. Die mit der Machete getroffen wurde. Liegt hier irgendwas? Es sei denn, hier rennen öfter Leute damit rum. Und ich bin mir auch leider nicht sicher, wie ihr Name war. Nein, lass das. Moment. Hui. Wie war's? Hier. Okay. Ich dachte, ich hätte genug, um mir Kugeln zu machen. Scheinbar nicht. Puh, dann hoffen wir, dass ich was finde gleich, bevor der Bosskampf losgeht. Okay, da sind schon wieder so eine Feuerschalen drin. Da ist eine Kiste. Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Ja. Moment, was? Wieso? Dich gibt es zum Abend. Ich bin in der Falle. Das ist nicht so gut. Na, kommst du her? Okay. Okay, sie kann nicht durch Stein gehen. Sehe ich das richtig? Jetzt brüllt die mich auch noch an. Ich in Ruhe! Fliegenweib, geh duschen! Warte, da nicht was. Wie möchtest du sterben? Alt im Bett. Wo willst du denn hin, kleiner Mann? Deine Kugeln können mir nichts an. Herzlich willkommen zurück, alle. Du dreckige Missgeburt! Ist ja gut! Okay, sie mag das Fenster nicht. Das hält sie nur nicht auf. Kann es sein, dass ich dich da drin treffen kann? Ja, ja, warte. Du packst es uns herauszufordern? Boah, wie hart! Lass mich mal trinken jetzt hier. Ich fühle keinen Schmerz. Ist okay. Okay, jetzt reicht's. Dafür wirst du büßen, du Bastard! Meine Mutter hat mich geliebt, ich war kein Bastard!
Gib auf! Nein. Kann ich dir ins Gesicht hauen? So, eine haben wir. Also entweder mögen die Licht nicht oder Kälte. Ich würde fast von Kälte ausgehen, aber die hat mir ganz schön zugesetzt, die junge Dame. Zwei Heilungen habe ich noch. Drei, okay. Damit haben wir die erste Schwester. Sangius Virginas, oder was war das gerade? Moment, das muss ich gleich mal angucken. Virginis. Eine Weinflasche mit silbernen Blumenornamenten. Sie scheint schon ziemlich alt zu sein. Okay. Coole Flasche. Ich glaube, ich bin mir sicher, was da drin ist. Oh, dieser Anhänger, ne? Ich finde den super. Was sind denn das für Geräusche hier? Das sind keine Hasen. Kann es sein? Das sind Hunde. Die essen hier Hunde. Rückstoßkompensator Lemi. Mit Spezialzubehör können Sie im Tab-Inventar Ihre Waffen aufrüsten. Warte, wir hatten noch gerade irgendwo eine... Da. Hier. Oh, wir haben es ja schon nach 9. Engelstatue aus Holz. Hatte ich irgendwo ein Rätsel, wo ich eine Statue brauche? Warte mal, kann ich die alle kaputt machen? Ja, okay. Vielleicht sollte ich das präventiv einfach schon mal machen. Falls die große Dame nicht mehr hinkommt. Dann habe ich das schon erledigt. Schießpulver. Warte. Sehr schön. Hier gibt es nichts. Ah, ich bin wieder hier. Okay, warte, dann können wir den ersten Kopf schon einsetzen. Aber wieso eigentlich 4? Das heißt, ich brauche die von der Großen auch, ne? Nee, hä? Habe ich von ihr nicht irgendwas bekommen? Kristalline Überreste von einer der Töchter Lady Dimitrescus. Ach so, die ist einfach nur zum Verkaufen. Okay. Willkommen, willkommen. Es gibt einiges Neues zu entdecken. Na, dann zeig her. Du möchtest etwas kaufen? Verkaufen. Verkauf den Quatsch jetzt. Für irgendwas muss das ja gut sein. Hä? Warte, ich muss kurz gucken, wie das geht. Alle. Schätze. Ach so, ich muss die Anzahl erhöhen. Okay. Kann ich auch einfach von 0 auf 9? Nee. Okay, erinnert mich ein bisschen an Devil May Cry, wo man halt auch einen Laden hatte. Und jetzt bestätigen. Ja. Gesehen und gekauft. Okay, das heißt, ich kann jetzt schon mal die Waffe aufstufen. Ja, mehr Feuerkraft. Das ist eigentlich egal. Von 10 auf 12. Brauche ich das? Ich würde mir das erstmal sparen. Ich würde hier die Feuerkraft nochmal mitnehmen. 8000. Mhm. Hier wäre Magazingröße vielleicht ganz gut. Dann hätte ich 7 drin. Ich habe jetzt 5. Nee, lohnt auch nicht. Nicht für so viel. Okay, Waren. Was gibt's denn da Schönes bei dir?
Ah, Spezial. Warte mal, das hier kostet 9.000, das extra Magazin. Und das würde 4.000 kosten. Oh, 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 oh. Lernen Sie, wie Sie unter Herstellen Flintenmunition herstellen können. Definitiv. Und dann noch das hier. So. Als nächstes würde ich dann tatsächlich das nehmen. Danke für deine Treue. Immer wieder gerne. Was brauchen wir denn dafür? Schießpulver, rostige Reste und Chemikalien. Was? Nimm den Aufsatz für 200. Für den Aufsatz. Willkommen. Das ist kein Aufsatz, das ist eine Waffe. Einige auf die Bekämpfung von Biowaffen spezialisierte Pistole von Albert Wesker. Ach so, die war in dem Paket mit drin, das ich mir gekauft hatte. Oh, ausgezeichnete Ware. Werde ich jetzt nicht irgendwie overpowered? Kannst ja mal probieren. Schnellzugriff. Hier hin. Aber die macht doch jetzt bestimmt weniger Schaden, willkommen, ne? Warte mal. Ethan. Quatsch. Hier hin. Und ich kann die nicht ausrüsten. Au revoir. Au revoir. Wozu brauche ich die Weinflasche? Achso, warte. Speichern. Gucken wir doch mal hier hin. Was brauche ich da? Oh. Hofschlüssel. Den habe ich nicht schlaf gemacht. Warum sind einige Zimmer rot? War das nicht früher so? Ich weiß nicht, ob es bei Resident Evil war oder bei anderen Spielen. Dass wenn die rot sind, dass da noch irgendwas drin ist, was man vergessen hat. Ist das hier auch noch so? Oder wieder so? Hier ist nichts. Nee. Könnte natürlich auch sein, dass Gegner hier drin sind, wenn es rot ist. Ich suche jetzt jede Ecke ab. Hier unter? Nö. Ah. Ah. Warte. Okay. Und jetzt ist der Raum blau. Alles klar. Das ist tatsächlich sehr hilfreich. Die Frage ist, zählen die Rätsel da auch zu? Höchstwahrscheinlich, ne? Ich gehe nochmal ins Schlafgemach. Ich glaube, hier gibt es ja nichts, ne? Nö. Okay, zurück. Ja, habe ich tatsächlich. Dass ich was vergessen habe. Ja, ich habe mich gerade gewundert. Und irgendwie fiel mir das dann wieder ein, dass das bei, ich glaube, bei alten Resident Evil-Teilen war das so. Schnarcht hier irgendwer? Hier waren wir noch gar nicht drin, ne? Stimmt, ich konnte mich ja gar nicht umgucken, weil die andere junge Dame ankam. Oh, so ein Zufall. Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück, lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Alcina Dimitrescu erweitert traditionelle Verfahren um ihre eigene Methode der Weinherstellung und verleiht ihrem Wein so ein besonders reiches Bouquet. Ihrem besten Jahrgang verlieh sie den Namen Sanguis Virginis, Blut der Jungfrau, er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist. Blumenornamenten, schönes Wort. Ja, Wein. Trinke ich nicht. Außer eine Art Wein. Der Hofschlüssel. Wunderprächtig. Gleich mal auf die Karte gucken. Dann kann ich mir das ja zunutze machen mit den Farben. Dann weiß ich immer gleich, ob ich was vergessen habe. Oder nicht.
alles kaputt schlagen. Der macht aber auch einen Krach, der Kronleuchter. Ich habe immer noch irgendwas vergessen. Aha. Jetzt sind wir clean. Gut. Oh nein, nicht schon wieder von der anderen Seite. Mit dem Hofschlüssel komme ich sicherlich unten lang. Ich weiß gar nicht, hier hat mich die andere junge Dame verfolgt. Ich konnte mich hier gar nicht umgucken. Ich könnte geradeaus und nach links. Nicht hier durch. Nee, das ist der falsche. Hier bin ich lang, ne? Nee, hä? Hatte sie mich nicht da lang gejagt? Ach genau, hier bin ich lang. Alles klar, ich erinnere mich wieder. Okay. Was für Schlüssel brauche ich da eigentlich? Steht das da jetzt? Oh, den von Lady Dimitrescu. Rodger, der Entdecker. Gut. Ist halt ein Spiel. Muss halt alles absuchen, ne? Oh, sie macht das ja auch Spaß. Orientierung wie Zorro, das kommt leider hin. Wenn nicht sogar schlimmer. Soll ich dich rumführen? Was? Die schon wieder. Hier, oh, hier ist kein Fenster in dem Raum. Komm mit, junge Dame. Wir brauchen einen Raum mit einem Fenster. Meine Kehle ist so trocken. Das geht nicht. Die haben Krippe. Dieser Durst. Alter, geh in eine Bar, trink ein Bier. Aber nicht mich. Strom geht auch nicht. Das ist doof. Ich muss durch die Tür da durch. Kannst du mal weggehen, bitte? So, danke. Mach dir jetzt mal so einen Krach hinter mir. So, kommst du? Hier irgendwo waren doch Fenster. Ich habe wirklich eine Orientierung wie Zorro. Fenster? Oh ja, das ist auch noch eine Sackgasse hier. Mist, ist zu. Verstecken ist schwierig hier, glaube ich. Hi. Hau hier ein. Wie fühlt sich's an? Oh, ist okay. So, Moment. Kurz orientieren. Boah, da sind die Frames eingebrochen. Die hat mich so hart gebissen, da ging gleich erstmal die Framerate runter. Okay, da war ich doch... Warte. Wir finden ein Fenster. Wir haben vorhin ein Fenster gefunden, wir finden auch noch eins. Oh. Hier war auch kein Fenster, ne? Boah, wie schnell ist sie denn? Okay, sie hat Spaß. Nee, bitte nicht helfen, ich schaff das schon irgendwie. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Ja, nein. Ich bin schon wieder in die Falle gerannt, ne? Ich wäre so ein leichtes Opfer in Horrorfilmen und Horrorspielen. Ja, ist gut. Ciao. Ich find dich lecker. Danke, glaube ich. Die Tür da hatte ich aufgemacht, als ich von der anderen kam. Oh. Ach, zieht die Frames aber richtig runter. Hier, Fenster. Und jetzt sind die Fliegen weg. Sowas Unfaires. Okay, Hofschlüssel, hier.
Ah, ich bin frei. Kann ich mir... Nö, kann ich nicht. Kann mir keins mehr bauen. Jetzt, oder? Ja. Ich werde definitiv der Erste, der drauf geht. Im Intro. Deswegen bräuchte ich bei einer Apokalypse auch nur einen Kasten Bier. Und bin ich zufrieden. Krieg den eh nicht mehr leer. Hier durch? Nein. Ich will übrigens nicht in die Mitte gehen. Ich habe Angst, da passiert irgendwas. Die ignoriert mich doch mit Absicht, oder was? Okay, eine weitere Chemikalie. Wenn ich jetzt noch ein Kraut finde, kann ich mir noch eine Arznei herstellen. So. Die Mess-Crew? Demi? Ich nenne sie jetzt Demi. Okay, hier ist ein Fenster. Gleich mal kaputt machen. Ich mache hier alles kaputt. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Die hat angefangen. Kann ich nichts für. Oh, eine Karte. Es sind noch einige Räume, ne? Warum erinnert mich das gerade an die Lazarusgrube? Er hat's geschafft. Ich sag ja, dauert manchmal ein bisschen länger bei mir. Okay. Ab zur Lazarusgrube. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. Okay. Mit Wein meinen die bestimmt nicht den Rebensaft. Und was mache ich jetzt hier? Baden? So eine Deckendusche wäre jetzt schön, ne? Gibt's hier irgendwas? Warum bade ich im Blut? Oder Wein? Ich weiß es nicht. Gut, ich bin sauber. Wo komme ich jetzt lang, wo nicht? Achso, warte mal, da war ein Ziel. Lady Dimitrescus Gemächer finden. Ja, dafür brauche ich ja ihren Schlüssel, ne? Warte mal, ein Badehaus, da ist sogar ein Ausrufezeichen. Badehausstatuen, ah. Hätte ich die drehen können? Ha! Geht tatsächlich. Ah, okay. Alles klar. Alles klar. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer, also gucken sie die Männer nicht an. Während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen. Okay. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Das heißt, ihr dürft euch nicht angucken. Gehe ich mal von aus. Mhm. So. Und wenn er der Herr sein soll, würde ich sagen, ihr zeigt ihm eure Früchte. Nee. Die Frauen.
Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn, also einem Mann, die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. Okay. Aber wenn ihr blind für die Avancen seid, müsst ihr euch dann komplett wegdrehen? Welche Position habt ihr denn? Könnt ihr auch schräg gucken? Nee, ihr könnt nur so gucken. Es gibt nur diese zwei Positionen. Alles klar. Okay. Wenn sie blind sind gegenüber den Avancen. Wer bist denn du, junge Dame? Du hast ein Fernrohr. Nicht schubsen. Ah. Er macht die Avancen ihr gegenüber, sie sieht das nicht. Und die bieten ihm was da. Ganz ehrlich, den Innenarchitekten, ne, den will ich mal kennenlernen. Wenn ich mir ein Haus baue, den lade ich ein. Und ich baue die Toiletten dann, wenn ich mal Besuch habe, immer ins Dachgeschoss und in den Keller. Ach du Scheiße. Du warst schon in schlimmeren Lagen, glaube ich. Okay, vielleicht auch nicht. Hä? Hallo? Robbt der jetzt hier über den Boden oder was? Mach doch nicht sowas. Ja, ha! Da hab ich gerochen, du. Hab doch die Wellen gesehen. Die Frage ist, macht das Ding jetzt mehr Schaden oder nicht? Was macht ihr denn hier? Lass das doch mal. Oh, das hat gereicht. Okay. So. Nee, brauche ich nicht. So gruselig sind die Frauen jetzt nicht. Okay, hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Cool, man kann den... Man kann denen die Waffen aus der Hand schießen. Gut zu wissen. Gefühl treffe ich damit besser. Ja, es könnte sein, dass das Fadenkreuz enger ist, ne? Warte mal. 140 hat die. Und die hat 110. Feuerrate ist ein bisschen geringer. Aber die macht wesentlich mehr Schaden. Ich glaube, ich nehme die. So. Das Kreuz wirkt ein bisschen größer. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Wird sich im Einsatz zeigen. Diese Bommel. So, lasst sie mich durch. Was ist los? Sehr schön. Ich habe gefühlt einfach zu viel Munition, ne? Was? Oh, ja. Oh! Oh, hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Warte. Immer der Reihe nach.
Klar, komm noch ins Feinregal. Warum auch nicht? Okay. Okay. Und so hat sich meine Munition auch schon wieder halbiert. Danke. Okay. Gleich wieder 5 Schuss dazu bekommen. Und ich glaube, ich kann welche machen, ne? Ich könnte sogar Schrotflintenmuni machen. 3 Stück. Und ich habe 5 Chemie. Ich glaube. So. Einfach aufgeteilt, dann passt das.